Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme hier im Redstone bzw. Minecraft Tempel. Hier ist einfach so Erde und ich frage mich gerade, was hinter dieser Erde ist. Wir sehen hier Erde. Die Erde bewegt sich und oh shit, da steht ein Viktorwaffen mit einem Schwert. Schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier. Nein. Also, wir bauen heute weiter an diesem komischen Gebäude hier, ne? Ja. Ah, du willst hier nach außen hin keinen Bombenschutz haben. Also muss die Wand hier innen drin, musst du daran denken, dass hier auch noch der Bombenschutz eventuell hin kann, ne? Oder sollte. Mach es dem schnell. Na, an manchen Stellen habe ich die denn schon netterweise reingemacht, aber an einigen Stellen halt nicht. Und ihr seht, brauchen wir hier einen guten Schutz für dieses Gebäude. Ne? Dass das auch auf jeden Fall funktioniert. Ah, schlecht Wand haben wir immer noch nicht. Okay, darum wollte ich mich mal kümmern. Habe ich aber bis jetzt immer noch nicht gemacht. Ich kann ja bestimmt einfach hier bis zu deinem anderen Schutz hinfüllen, ne? Ja. Ja. So oder so ähnlich. Jetzt haben wir hier schon mal den unteren Teil geschützt, ne? Mhm. Aha, das ist schon. Wir reißen mal erstmal hier die Wand wieder ein und dann können wir die ja gleich wieder hinbauen. Nur anders vielleicht ein bisschen. So. Hier oben könnte man sich ja auch noch reinbomben, ne? Noch. Ja, noch. Guck mal. Jetzt kommt hier einfach so ein richtig schöner Stahlträger rein. So eine Art Stahlträger und dann ist das einfach bombensicher. Hinter dieser Wand habe ich nämlich schon vorgesorgt und hab das schon gemacht. Achso, du hast hier immer so ein Muster gemacht. Okay, ich sehe es gerade. Okay, ich baue mal einfach dieses Muster nach. Dann müssten wir eigentlich auch uns nicht in die Quere kommen und das Muster müsste dann ungefähr übereinstimmen mit dem Rest des Gebäudes hier, ne? Ja, wenn man die Muster 1 zu 1 wieder übernimmt, stimmt es wieder übereinander. Ah, jetzt zum Beispiel so ein geiler Minecraft-Zaun. Ich hab den gerade nicht. Das heißt, Minecraft wollte mir wieder Angst einjagen. Meinst du so ein Feuergeräusch? Nein, so ein Rumgerappel. Aber du hörst das ja, wenn du dir meine Aufnahme dann anguckst. Ja. So, guck mal, das sieht ja schon. Das nimmt ja hier richtig Form an, ne? Ja. Wir müssen jetzt nur. Ich baue mal hier draußen in dem Berg irgendwie wieder so hin, dass er aussieht, wie ob er hier schon immer gewesen wäre, ne? Ja. Und dann gucken wir noch einfach mal. So ungefähr bauen wir den wieder hier hin. Und innen drin kann man dann die Panzerschicht immer weiterführen. Ja, so.
Wir modifizieren diesen Berg ein bisschen, um dass er uns besser gefällt. Also mir in dem Fall. So, okay. Ja, das Gras verschwindet gleich, aber das macht Minecraft ja netterweise für uns, ne? Ja. Man kann ja einfach mit Grasblöcken bauen, das Gras verschwindet ja irgendwann. Ja, hier ist dann auch tatsächlich die Endschicht. Also hier wäre dann. Damit der Wolf schon mal weiß, wie groß hier die Eingangshalle ist, ziehen wir dem mal hier eine Linie rein, ne? Ich denke mal, mit der Höhe können wir für die Eingangshalle hier vorne leben. Wir können ja noch in alle beliebigen Richtungen noch vergrößern, das ist ja nicht das Problem. Ja. Na, ich muss mir hier erstmal eine Form machen, dann kann ich die nämlich auch ausfüllen. Beispiel, nämlich. Von hier bis hier wollen wir etwas machen, und zwar Grass unterstrich Block. So, jetzt haben wir schon mal hier drin eine schönere Atmosphäre, ne? Das kann man hier ein bisschen provisorisch ausleuchten, ne? Dass man hier mal überhaupt was sieht. Und später bauen wir hier ja die finale Beleuchtung ein, die man dann auch wahrscheinlich schön an- und ausschalten kann und sowas, dass das Ganze hier realistischer ist. Dann wolltest du jetzt hier einfach so die Schutzschicht hochziehen. Mist. So. Ja, ne? Jetzt, ja, die Schutzschicht bis hier hinten einfach hin einmal mit Fehl einmal hingesetzt. Dann machen wir das mal. Es gibt bei mir jetzt Essen. Ah. So. So. Nur Freunde der Nacht? Aha. Falls sich jetzt einige fragen, Moment, man kann sich ja durch den Boden reinspringen. No, kann man nicht. Da haben wir natürlich dran gedacht, also. Egal, wo den Boden öffnet, keine Chance. Nix Chance. Ja.
Ja, schon wieder so cool ist auch. Bei mir läuft gerade Musik. Ja, weil du die Musik auch anhast, aber wenn du die aus hast, dann läuft keine Musik. Option Musik Sound. Die kann nämlich irgendwann ziemlich auf den Senkel gehen. Muss erstmal zum Essen. Jo, mach das. Aber die Muster kennt man jetzt. Nee, natürlich nicht. Aber Mach dies. wenn man hier noch ein zweites kleines hinbauen würde, Zugang bauen würde, hätte ich wohl das Charakter der Zugang ist und alles andere hier nur Wand ist. Aber direkt nur hier der Zugang. Man denkt, man ist der Große. In Wirklichkeit nur so ein winziges Loch als Zugang. Damit ist man auch getriggert. Die Wand setzen wir einen Block weiter nach vorne bei euch. Okay. Dass diese Wand und dieser Wand übereinstimmt. Aber Siehst du, dann ist die Wand einfach einen Block weiter nach vorne gewandert. Immer so das Problem hier mit dem Licht, ne? Wenn man nichts sieht, dann. Du hast die Muster bisschen hier an die Seite einmal, auf die restliche Seite einmal falsch gesetzt. Aber danke, Windows, für zu laut sein. Das Links Muster ist da habe ich nicht gebaut. Das die hast du Muster. gebaut, Ja, Kollege. solange wie das mit dem Muster rechts übereinander einstimmt, ist das. Wird das okay? Murphy, du machst gerade etwas, was nicht gut ist. Aber so passt das wenigstens mit dem Muster mit den Wand hier rechts wenigstens. Nein, nein, das passt so viel besser. Guck mal. Das sieht zwar so doof aus, aber eigentlich, wenn du nämlich guckst, müsste hier ein Nicht-Mauerstein hin. Das heißt, die Ecke, die ist so verbunden, quasi, dass die Wände so miteinander verbunden sind, weißt du? Ah, und dann die Muster einfach weiter passt dann Richtig. wieder links. Wenn das alles herum wäre. Ach ja, Deswegen, das, stimmt. was du hier oben gebaut hast, ist eigentlich Müll. Ich habe das schon extra gemacht. Ich habe mir schon was dabei gedacht, dass das so aussieht, wie ob die so richtig stark miteinander verwachsen wären. Hier die Wände, weißt du, dass die quasi undurchdringbar sind, was ja auch ja sind, weil hier geht das Muster ja normal weiter. Nur hier die Ecke ist geeckt. Ne? Siehst du das, ne? So geht das dann hoch. Ist halt ganz normal. Und hier oben, sag mal, wenn, egal wessen Stein du hier oben setzt, hast du so ein andere Muster als Decke. Aber mach hier oben als Decke auch noch mal eine Schicht, ein oder zwei Schicht Explosionsschutz hin, hier oben später, wenn du so weit bist. Natürlich. Aber ich bin Ja, erstmal essen. mach das.
Wolfi verlässt unsere Aufnahme und kommt später wieder. Irgendwann. Wahrscheinlich ist dann die Aufnahme schon längst aus, aber. Okay. Na, 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 na. Somit trennen wir jetzt hier erstmal die Wand von diesem ganzen Gebilde hier ab. Sozusagen. Und dann später. Passt das Ganze so richtig schön. Nee. Das ist ein ziemlich interessantes Muster. Theoretisch kann ich auch in einem Durchzug das ganze Muster so bauen und dann das andere Muster andersrum bauen, damit ich nicht immer hin und her die Blöcke wechseln. Außer jetzt. Ja, machen wir auch so. Dann können wir hier nämlich einfach die Wand ein bisschen schneller ausfüllen. Und zwar so. Was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 2, 3. Jetzt machen wir hier richtig schöne Aufteilung. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 7, 7, 8, 8. Perfekt, hier ist dann 4. So einen Eingang würde ich dann gerne hier bevorzugen. Ihr könnt es, wie gesagt, immer unten gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das anders machen würdet, aber ich finde das als Eingang schon geil. So, dann jetzt hier innen drin nochmal eine Bombenschicht. Auch um die Tür drumherum, dass es nur wirklich ganz, ganz kleine Stellen gibt, wo man sich reinbomben könnte. Dann kommt hier nämlich von innen einfach nochmal so eine Wand hin, und damit die Wände auch gleich aussehen. Haben wir uns jetzt einmal hier das Muster hingestellt. So. Ja. Ich habe heute nicht das Treffwasser getrunken. Immer so dunkel. Ja, die Säule, die steht natürlich gut da. Dann geht hier nämlich in die Wand weiter. Keine Art irgendwas.
Also hier versteckt niemand. Aber es versteckt sich hier etwas. Und zwar ein richtig heftiger Bombenschuss. Ja. 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 Jetzt müsste hier nämlich das sein, das sein, das sein, du siehst, und dann passt das nämlich. Und die Säule da steht natürlich auch super. Reißen wir ein. Bauen wir diese hin. So. Mehr nee. So. Wir können uns hier keine Fehler erlauben, sonst sieht das nachher ein bisschen blöd aus. So, man kann eigentlich immer hier die ganze Zeit so ein Plus bauen. Natürlich mit den richtigen Blöcken. Ja, das ist ein guter Trick, den ich gerade rausgefunden habe. Da muss man sich nämlich gar nicht so stark konzentrieren. Auch wenn man nicht das Treffwasser getrunken hat, geht das dann. So. So, also wenn ihr das jetzt nicht gesehen hättet, dann wüsstet ihr dann, dass dahinter eine, dass hier drin eine zweite Hand ist. Wahrscheinlich nicht. Ich würde sagen, wir machen die Folge noch ein paar Minuten länger und machen hier noch den Schutz hin. Wir füllen den jetzt unter die Decke. Und somit haben wir dann keine Probleme, dann kann er in die Wölfe ja schauen, was der gerne hier haben will. Ich denke mal, hier oben ist eh Technik, also werde ich wahrscheinlich Technik verstecken wollen. Für Licht, Redstone-Lampen. Irgendwo muss ja das Ganze eingebaut sein. Aber, naja, so, das sieht doch schon mal nicht so ganz schlecht aus. Ja. Das ist hier Minecraft Anzeige Fehler. Victor Fahr von FC Game. Ja, der stand zu lange hier auf einer Stelle. Yo.
Geil. Hier sieht man jetzt aus, dass die Decke. Nichts mehr. Und? Ja, ist schon heftig. Ist schon heftig. Sagen hier in die Ecke. Und dann ist man hier drin. Na, gerade das ist auch ein bisschen geruckelt. Gut, aber ich würde sagen, für heute ist erstmal die Aufnahme lang genug. Ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und tschüss.